Paralleluniversen. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Das ist die Frage, warum man sich überhaupt Gedanken über Paralleluniversen macht. Man stellt sich das ja immer so vor. Ich stehe hier in meinem Zimmer. In einem Paralleluniversum kann ich aber auch etwas komplett anderes anhaben. In einem anderen Paralleluniversum kann ich überhaupt nicht existieren. Von kleinen Unterschieden bis zu großen Differenzierungen kann das wirklich alles sein. Aber warum macht man sich überhaupt Gedanken über Paralleluniversen? Es ist die Frage nach dem großen Warum. Warum ist die Welt, wie wir sie kennen, so wie sie ist? Man denkt so über eine Feinabstimmung der Natur nach. Es darf gar nicht anders sein, sonst würde alles zusammenbrechen, was wir kennen. Doch wie kann das sein? Wie kann es solch eine große Feinabstimmung der Natur geben? Es ist zurückzuführen auf eine Arbeit von Stephen Hawking. Er berechnete, was passiert, wenn ich das Universum zu Beginn nur ein bisschen störe. Ich gebe ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Energie hinzu. Was würde genau das für die langfristige Entwicklung des Universums bedeuten? So kommt er auf drei Theorien. Das Universum mit sehr, sehr viel Masse. Nach anfänglicher Expansion würde die Masse, also die Schwerkraft, das Universum zurückziehen. Das ist die Idee des zyklischen Universums. Das soll ein wiederholender Vorgang sein, das Universum expandiert immer, fällt wieder in sich zusammen. Dann gibt es das Universum mit wenig Masse. Eine Expansion beginnt und das Universum rast auseinander. Immer weiter, auseinander, viel zu schnell, kein Leben kann sich entwickeln. Dann gibt es noch unser Universum. Es scheint perfekt. Unser Universum breitet sich auch aus, es expandiert ebenfalls. Doch in einem gewissen Tempo, was Leben zulässt, wie wir wissen. Wir sind Lebewesen. Intelligente Lebewesen, kommt man noch zu dem Entschluss, ob das stimmt oder nicht. Doch was wichtig ist, es ist eine unglaubliche Feineinstellung unseres Universums. Eine Feinabstimmung, wie das alles zusammenpasst hier. Stephen Hawking kam auf einen interessanten Vergleich. Er stellte sich vor, dass er einen Bleistift balancierte. Ihr könnt das gern zu Hause mal ausprobieren. Die Wahrscheinlichkeit gegen Null, dass dieser Bleistift auf eurem Tisch stehen bleibt. So erkannte aber Hawking, dass das unglaublich ist, wie unser Universum entsteht oder entstand. Denn dieser Bleistift, den er sich vorgestellt hat, soll auf einer Rasierklinge stehen, beziehungsweise balancieren. Diese Rasierklinge soll wieder auf einer Rasierklinge stehen und die wieder auf einer Rasierklinge. Insgesamt 10 hoch 55 Rasierklingen aufeinander und obendrauf der Bleistift balanciert. Also unglaublich geringe Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt so entstehen kann. Kann das sein überhaupt? Es gibt ja einen gewissen Spielraum im Universum. Ja, verschiedene Gase, verschiedene Kombinationen aus Gasen, Moleküle und alles. Kann das wirklich so sein? Fragt man sich doch, Gott, gibt es dich? Weil man kommt ja zu dem Gedanken, das muss ja so gemacht worden sein von irgendjemand, von Gott. Daran kann man natürlich auch glauben. Doch man kann auch an die Idee der Paralleluniversen glauben, die so eben entstand. Das eine Universum entsteht, ist zu schwer, fällt wieder zusammen. Das eine Universum zu leicht, expandiert viel zu schnell, kein Leben ist möglich. Dann gibt es unser Universum, das in Anführungszeichen perfekte Universum, in dem die Kombination aus Naturkonstanten und Naturgesetzen perfekt harmoniert. Also eine Art Multiversum, in dem einzelne Universum entstehen. Das heißt, das eine Universum, das nur expandiert, das eine Universum, das wieder durch seine eigene Masse ineinander fällt, das eine Universum, das Leben zulässt, mit einer normalen oder richtigen Geschwindigkeit expandiert und so wirklich Leben zulässt. Warum denken wir überhaupt so? Es ist ein empirischer Grund, wenn wir betreiben empirische Wissenschaften, weil man die Dinge, die man kennt, gar nicht anders erklären kann. Man kommt auf die Idee der Überexpansion, auch genannt inflationäre Expansion. Der Urknall nach 10 hoch minus 43 Sekunden. Die Inflation nach 10 hoch minus 30 Sekunden. Seit dem Beginn unseres Universums. Das heißt, das Universum wurde gestört. 10 hoch minus 43 Sekunden. Das Universum hat sich nach dem Urknall wohlgefühlt. Doch auf einmal, nach 10 hoch minus 3 Sekunden, wurde es gestört. Die Überexpansion, also die Inflation, begann. Das Universum wurde auf einmal so schneller in ihrer Expansion. Wie kann das sein? Was ist das für ein Universum? Erstmal erscheint das Universum für uns flach. Doch wir wissen,
Die Materie verursacht Mulden. Wir kennen die allgemeine Relativitätstheorie Einsteins. Materie verbiegt oder krümmt die Raumzeit. Das heißt, Planeten, Kometen, alles Materie krümmt die Raumzeit. Wie kann das Universum dann trotzdem flach sein? Es müsste doch demnach mal um die Ecke gehen. Da kommt man wieder auf die Idee des Universums, dass es übergroß sei, da man die Krümmung überhaupt nicht messen kann hier. Wir sind auf so einem zu kleinen Planeten überhaupt, sind viel zu klein und viel zu unwichtig in diesem kompletten Universum, dass man überhaupt diese Krümmung messen kann. Und so kam die Idee der Inflation. Das Universum soll sich die ganze Zeit nach 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall ausgebreitet haben. Dann kam die Inflation und dann wurde es auf einmal schneller. Man kann das vergleichen mit einer Idee von Philipp Heuser. Er untersuchte unterkühltes Wasser. Normal, wie wir alle wissen, beginnt Wasser ab ca. 0 Grad von oben nach unten zu gefrieren. Stellt euch das mal vor, ja? Ihr habt ein Glas Wasser und 0 Grad von oben nach unten gefriert ist. Doch wenn ihr jetzt dieses Wasser ganz, ganz langsam abkühlen lasst, dann merkt ihr, dass das Wasser flüssig bleibt. Es muss wirklich ganz, ganz langsam sein. Weil das Wasser das überhaupt nicht merkt, dass es eben kälter wird. Der Weltrekord liegt bei ca. minus 20 Grad Celsius. Doch das kann gar nicht sein. Wir wissen doch, dass der Gefrierpunkt von Wasser bei 0 Grad Celsius liegt. Deshalb muss es falsch sein. Und Stephen Hawking sagt also uns wieder, die kleinste Störung führt zu anderen Ergebnissen. Das Wasser muss also doch plötzlich komplett gefroren sein. Wenn ihr nur kurz irgendwie es wärmer macht, beziehungsweise kälter in dem Fall, dann ist es auf einmal komplett gefroren. Bei diesem Durchfrieren des Glases wird Energie frei. Ja, diese freie Energie der Wassermoleküle. Da diese Moleküle jetzt als Kristall vorhanden sind, ist die Energie frei. Und diese Idee ist also übertragbar auf das Universum. Die Inflation ist also so bestätigt. Dieses Wasserglas, ganz langsam abgekühlt, kleinste Störung und bam, es ist komplett gekühlt, das Wasser. Komplett gefroren. Inflation, Urknall, normale Expansion, zack, Inflation, schneller expandiert. Ein skalares Feld wäre eine Verbindung zwischen dem Allerkleinsten, also der Kernphysik, und dem Allergrößten, der Astronomie. Das Higgs-Feld wurde entdeckt. Ja, das Higgs-Boson, das heißt, das für die Masse eines Teilchens verantwortlich ist, grob gesagt, gibt es. Es wurde entdeckt. Das heißt, diese Verbindung wurde geschaffen. Gibt es jetzt aber ein Überuniversum? Gibt es Paralleluniversen? Und ja, es könnte sein, dass es Paralleluniversen gibt. Und es gibt Eigenschaften dafür. Denn unser Universum, es existiert ein Zeitpfeil. Und dieser geht nur in eine Richtung, in die Zukunft. Es gibt kein Zurück. Unser Universum wird nicht in sich zusammenfallen. Und so entsteht eben Leben. So ist die Theorie dieser drei Universen, dieser Arten des Universums, eigentlich auch bestätigt.